Vestas, ist das... Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin? Der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür. Ihre Häresie muss bestraft werden. Nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Mönch, unsere Hände sind voll vom Blut deiner Wächter. Ist dein Gott so hungrig nach Märtyrern, dass er auch deinen Tod herbeisehnt? Ein gutes Argument. Ich gehe kurz in mich. Der Herr bittet mich, alle Fremden willkommen zu heißen. Hier, nimm den Schlüssel. Und wenn du gehst, nimm deine seltsame Freundin mit. Hey, Moment! Was, Moment? So, ich guck mich erstmal um. Da ist auf jeden Fall was drin. Gelobet seist du, O Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Volke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Geh voran. Kommt. Warte mal, jetzt will ich aber erstmal. Oh. Geh doch aus dem Weg, Leute. Ja, eine Schatzkammer. Jetzt müsste ich aber hier das Teil da haben, ne? Das war ja bestimmt das. So, folgt die mir jetzt? Wo ist die denn? Die ist doch nicht schon einfach vorgegangen. Wie lange hielt man dich gefangen? Wegen deiner sogenannten Häresie? Häresie, ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Dem falschen Gott, den die plündern. Ach so, nee. Machte er sofort. In ganz Germania und Frankia und auch hier in Britannia. Wo ist die denn? Behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Können wir diese Gegenstände sehen? Wenn du die Wahrheit über deine Herkunft suchst, sollst du sie heute erfahren. Wahrlich, die suche ich. Wo du hingehst, folge ich dir. Aber wo geht die denn hin? Komm schon. Wir sind keine Gegner mehr. Endlich. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wir wie Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge. Bruder, wovon redest du da? Fulke,
Es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein, denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Bündnis. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas Nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisung. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Ja. Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Woher weiß die meinen Namen? Hey, abgeschlossen. Das ist so lässig, ey. Wie auch dann immer mein Pferd steht. Ach, hier ist wieder das Aquädukt. Da war ja eine Sequenz. So eine Anomalie. Die haben es teilweise schon jetzt ganz schön in sich. Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. Oh, das wollte ich gar nicht. Wobei, wir können ja mal kurz im Kodex nachlesen. Wir haben bestimmt eine neue Person. Fulke. Bruchstückhafte Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass Fulke ursprünglich aus Flandern stammt. Zu einer Zeit, die von politischen Umwälzungen und Raubzügen der Wikinger geprägt war. Sie ist eine rätselhafte Figur, die in den historischen Texten Englands als eine Mischung aus gnostischer Mystikerin und Paladin erscheint. Welche junge Flemin sehnt sich nicht nach dieser Kombination? Paladin bei Tag, gnostische Mystikerin nach Einbruch der Nacht. Sie war sowohl den religiösen als auch den weltlichen Anführern ihrer Zeit Dorn im Auge. Aufzeichnungen zu ihrer Arbeit in Englerland gibt es vor allem aufgrund der Tagebucheinträge eines seines Amtes enthobenen Priesters, der nur unter dem Namen Paul bekannt ist. Wer ist eigentlich Paul? Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Verabscheut dich Edwin deshalb, weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Yaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viele Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen, den Selbstgeborenen, den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Na dann. Schreiben wir die Geschichte zu Ende. Seid wachsam, wir werden beobachtet. Seid vorsichtig. Wir sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen und Ohren. Lädern. Tum von Evingholm. Ah ja, stimmt. Da sind wir. Eine Ruine aus römischer Zeit. Warte mal, den habe ich doch das letzte Mal gesucht. Ach, da oben. Hä? Nee, den habe ich doch.
Okay, gut. Komm mit mir, Eivor. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker brachten. Er war ein Priester? Das war und ist er. Die Bischöfe Englerlands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Bruder Paul! Bist du hier? Geplündert, von oben bis unten. Basim, halte draußen Wache. Das ist Edwins Werk. Kein Zweifel. Ist der Stein... Ist er das, dein Diener Paul? Mein bester Freund. Ja, ich hab den Turm geplündert. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln. Du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Ach, wir holen uns den Stein. Geduld, Bruder. Wir finden den Stein, wo er auch ist. Ob wahr oder nicht, du wirst eine Antwort bekommen. Ich kenne die Antwort bereits, Eivor. Ich sah es in meinen Träumen. Ich weiß ganz genau... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldat, Edwin ist hier. Ich glaube, da gibt es noch Ärger. Zwischen den beiden. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Eivor, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Gedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Gedricks Kopf. Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Wir akzeptieren. Gut. Tun... Wir nicht! Oh. Mach sie nieder! Keiner darf überleben! Oh, das sind aber krasse Wendungen hier. Das war unsere Gelegenheit! Das klären wir noch, Eivor. Das vergiss ich dir nicht. Oh Gott! Oh, da war aber nix. Aber merkt er, ich benutze die schon häufiger. Oh. Warte mal, so geht es bestimmt ganz gut. Aua. Ah!
So. Warte mal, wo ist denn der? Ach, dahinter. Oh, das war geschickt gemacht. Haha. So, alle weg. Verdammter Narr! Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl, Jarl Sigurd, deinem Bruder und Herrn. Das glaubst du, Basim? Ich glaube, es wird andere Gelegenheiten geben. Wir können unser Versprechen halten und den Stein finden. Genau. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen? Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Mein ganzes Leben waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zu Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich bin bald da. Bingo!